Kollegen Michael Fuchs für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am Montag dieser Woche haben wir in einem Pressegespräch gemeinsam die Grundzüge dieses Gesetzes vorgestellt. Und zwar Georg Nüsslein, Oliver Krischer, sehe ich noch nicht, doch Oliver Krischer, Hubertus Heil und ich. Hinter uns hingen die Logos von Bündnis 90, die Grünen, der SPD und natürlich auch der CDU-CSU. Das war für mich, ich muss das so zugeben, schon in gewisser Weise ein ungewohntes Gefühl. Denn eine solche Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen, muss ich zugestehen, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass wir das schon mal gemacht haben, aber es hat geklappt und es war auch sinnvoll. Denn besondere Herausforderungen verlangen auch besondere Maßnahmen, und diese besonderen Maßnahmen haben wir getroffen. Ich finde, dass wir das sogar insgesamt ziemlich gut gemacht haben, denn die Kernpunkte dieses Gesetzespaketes sind schon schwierig genug gewesen, und wir haben es gemeinsam ausgehandelt. Erstens, die Betreiber der Kernkraftwerke bleiben für die Stilllegung und den sicheren Rückbau zur grünen Wiese in der Verantwortung. Sie müssen das bezahlen. Sie haben dafür Rückstellungen gebildet in Größenordnung von 17,8 Milliarden. Und sie sind anschließend auch in der Verantwortung, die Reste, den Abfall zu verpacken, sowohl den leichten und mittelschweren Abfall als auch den hochradioaktiven. Die berühmten Castoren und Polluxe werden dort wieder zum Einsatz kommen. Zweitens, für die Zwischen- und Endlagerung übertragen die Energieversorger die Finanzmittel auf einen Fonds des Bundesfinanzministers. Hierfür sind 17,389 Milliarden Euro zurückgestellt worden, in den Bilanzen nachweisbar. Und die Kommissionsarbeit hat gezeigt, dass diese Rückstellungen relativ konservativ gerechnet sind, eher hochgerechnet sind und dementsprechend auch ausreichen. Daraufhin haben wir aber in der Kommission beschlossen, dass zusätzlich ein Risikozuschlag kommt in einer Größenordnung von 35%, sodass Sie insgesamt einen Betrag von 23,5 Milliarden Euro an den Bundesfinanzminister überweisen werden, und zwar in relativ kurzer Zeit. Wir gehen davon aus, dass die Notifizierung des Gesetzes schnell geht und dass wir in der Lage sein werden, gegen April das Gesetz fertig zu haben. Und in dem Moment werden die Unternehmen diesen Betrag überweisen. Die Gutachter der Bundesregierung, die das neutral beobachtet haben, haben uns bestätigt, dass diese Zahlung auch in der Höhe gerechtfertigt ist und vor allen Dingen ausreichend ist für die längerfristige Sicherstellung der Lagerung. Im Umkehrzug werden die Betreiber aus einer weiteren Nachschusspflicht freigestellt. Ich halte diesen Ansatz für richtig. Das Verursacherprinzip, wie es bisher zum Beispiel im Atomgesetz Artikel 9a Absatz 1 festgelegt ist, wird strikt umgesetzt und ist zukunftsfest durch diesen Risikozuschlag, den wir eingerechnet haben. Denn die langfristig erforderlichen Mittel für Zwischen- und Endlagerungen liegen zukünftig nicht mehr bei den Unternehmen, sondern beim Staat. Wenn die Unternehmen beispielsweise veräußert würden, etc., sind diese Gefahren für den Staat, dass er eben nicht über diese Mittel verfügen kann, nicht mehr da. Umgekehrt gewinnen die Energieversorger Planungssicherheit. So können sie ihre fortbestehenden Rückbauverpflichtungen erfüllen. Denn sie müssen ja noch zusätzlich die Kernkraftwerke abbauen. Das letzte wird 22 vom Netz gehen. Wir gehen davon aus, dass bis 26, vielleicht auch 28, die meisten Kernkraftwerke dann auch abgebaut sind. Am wichtigsten ist für mich die dritte zentrale Weichenstellung des Gesetzes. Die operative, finanzielle Verantwortung für die Zwischen- und Endlagerung ist dann beim Bund. Meine Damen und Herren, diese guten Ergebnisse, die wir erzielt haben in den Verhandlungen, sind nicht vom Himmel gefallen. Das war auch alles andere als einfach, und ein paar Erfolgsfaktoren möchte ich hervorheben. Da ist zunächst diese Kommission, die die Gesetzgebungsarbeiten vorbereitet hat. Ich finde, dass unser Chef des Bundeskanzleramts, Peter Altmaier, einen guten Job gemacht hat in der Zusammensetzung dieser Kommission, auch wenn ich im ersten Moment geschluckt habe, als ich gehört habe, wer da alles mit dabei ist. Ich möchte den drei Vorsitzenden danken, Jürgen Trittin,
Ole von Beust und auch Matthias Platzek, die die Kommission vernünftig geleitet haben und die dazu geführt haben, dass wir diese Ergebnisse heute haben. Der Applaus ist es wirklich wert, Herr Trittin. Gleichzeitig möchte ich mich bei den Mitarbeitern, die wirklich sehr viel arbeiten mussten, auch in den letzten Wochen sehr viel arbeiten, bedanken. Das ist nicht so selbstverständlich. Das sind viele, viele Überstunden geleistet worden. In meinem Büro, der Herr Dr. Pohl, in deinem Hubertus Heil, der Herr Langenbruch etc. Viele haben daran mitgearbeitet. Auch das Ministerium unter Federführung von Herrn Herdern hat uns dabei geholfen, dass wir die Ergebnisse heute haben. Entscheidend war, wir haben die Kommissionsarbeit im parlamentarischen Verfahren nicht zur Ausführung der Schlachten der Vergangenheit genutzt, sondern wir haben im Gegenteil konstruktiv miteinander zusammengearbeitet und auch wirklich die Sache sachlich richtig umgesetzt. Meine Damen und Herren, diese sachlich konstruktive, verantwortungsvolle Haltung muss auch die weiteren Umsetzungsschritte prägen. Denn mit dem Gesetzgebungsverfahren ist zwar ein wichtiger Schritt getan, aber weitere müssen folgen. Erstens haben wir die Erwartung, dass die Bundesregierung mit den Energieversorgern so schnell wie möglich diesen öffentlich-rechtlichen Vertrag, den wir vereinbart haben, abschließt. Und das muss zügig gehen. Zweitens setzen wir darauf, dass Unternehmen und Bundesregierung eine gütliche Verständigung bei den noch offenen Rechtsstreitigkeiten finden werden. Auch das ist positiv. Es gab 31 Verfahren. Und bis auf zwei sind diese gesamten Verfahren jetzt rechtssicher beendet. Die Unternehmen haben uns schriftlich bestätigt, dass sie diese Verfahren zurückführen werden. Und drittens, der wichtigste Punkt, verantwortungsvoll, zügig und sachorientiert. Das muss auch das Motto sein bei der Realisierung der Zwischen- und Endlagerung. Mit dem heutigen Gesetz hat es der Staat in Zukunft allein in der Hand, mit den Geldern für die Zwischen- und Endlager effizient zu wirtschaften. Es gibt jetzt da auch keine Ausreden mehr. Der BMF ist gefordert und es ist meiner Meinung nach nötig, dass wir diese Verfahren auch so schnell wie möglich umsetzen. Denn je schneller wir eine Lösung für ein Endlager finden, desto sicherer ist, dass die Kosten bzw. die Gelder, die jetzt in dem Fonds sind, auch ausreichen. Wenn wir dann aber glauben, wir könnten in jedem Bundesland einmal so eine kleine Probebohrung machen, so einen Bohrlochtourismus erzeugend, dann wird es natürlich schwierig werden. Und das darf nicht der Fall sein. Da muss die Politik auch den Mut zur Entscheidung haben. Ich erwarte, dass die zukünftigen Bundestage sich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigen und dafür sorgen werden, dass wir schnell eine Endlagermöglichkeit finden. Und ich will das an dem Beispiel Finnland mal deutlich machen. Die haben 2 Jahre gebraucht, bis sie einen Standort gefunden haben und haben jetzt vor einigen Wochen mit dem Bau dieses Standortes begonnen und er soll 2023 fertig sein. So eine zügige Verfahrensweise würde dazu führen, dass der Bundesfinanzminister am Ende des Tages aus diesem Fonds Geld übrig behalten wird. Und es muss auch so sein, dass die ewige Diskussion um Schacht Konrad beendet wird. Denn die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle, die ja nicht nur aus den Kernkraftwerken kommen, sondern von mir aus auch aus medizinischen Anlagen, die müssen so schnell wie möglich dann auch dorthin verbracht werden. Deswegen erwarte ich auch, dass zukünftige Regierungen sich daran messen lassen müssen, dass sie das schnell hinbekommen. Anders darf das nicht der Fall sein. Und ich weiß, dass das ein komplexes Verfahren ist. Und dieses komplexe Verfahren, was wir jetzt angehen, kann aber auch ein Muster für uns sein, dass wir uns bei allen in Zukunft anstehenden technologisch schwierigen Grundsatzfragen einigen. Denn ob es uns gefällt oder nicht, jeder technische Fortschritt geht auch immer mit Risiken einher. Von der Digitalisierung bis zur Biotechnologie, vom autonomen Fahren bis zu Fragen einer modernen Landwirtschaft, mit der die wachsende Weltbevölkerung Schritt halten muss oder umgekehrt. Alle diese Herausforderungen verlangen die Balance aus Sicherheit und technologischen Chancen. Alle diese Themen verbieten ein Spiel mit Ängsten, was wir des Häufigeren in diesem Hause und auch vor allen Dingen bei den NGOs schon erleben durften. Das darf nicht der Fall sein. Bei dem Kernenergiepaket, was wir heute verabschieden, haben wir gezeigt, dass es geht. Wir sollten uns solche schwierigen Debatten auch in Zukunft auf diese Art vornehmen. Ich möchte mich noch einmal bei allen bedanken. Ich freue mich, dass wir das heute verabschieden können
und wünsche allen Kolleginnen und Kollegen eine friedliche Weihnachtszeit. Hubertus Zebel ist der nächste Redner für die Fraktion Die Linke.